Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Fuchs Petrolub war in den letzten Jahren eines der erfolgreichsten Familienunternehmen Deutschlands. Fuchs stellt Schmierstoffe her aus einem Rohölbestandteil und steht damit jetzt natürlich mittendrin im Ölpreisverfall und im Euroverfall. Was das für das Unternehmen bedeutet, das fragen wir heute den Chef des Unternehmens. Herzlich willkommen, Stefan Fuchs. Vielen Dank. Ölpreis hat sich halbiert. Sie sind ja praktisch Konsument von zumindest bestimmten Bestandteilen des Öls, aus dem Sie dann Schmierstoffe herstellen für Maschinenbau, Automotive etc. pp. Das müsste Ihnen eigentlich helfen, wenn das Öl jetzt nur noch halb so viel kostet wie vor einem Jahr, oder? Da muss ich ein bisschen ausholen. Bei uns stellt in der Gewinn- und Verlustrechnung ungefähr der Rohmaterialanteil knapp 60% dar. Und diese 60% teilen sich auf in 40% sogenannte Grundöl oder Grundflüssigkeiten und 60% Chemie und Additive. Und bei den letztgenannten haben wir eigentlich wenig gespürt im Preis bisher. Bei den Grundölen gibt es welche, die sind relativ ölnah und welche, die über viele Veredelungsstufen weiter raffiniert werden. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, also bei uns hat sich noch nicht so deutlich durchgeschlagen, aber im Zeitablauf werden wir auch gewisse Einsparungen haben, die wir dann partnerschaftlich mit unseren Kunden eben dann auch weitergeben. Aber erst muss man es mal gesehen haben. Sie machen knapp 2 Milliarden Euro Umsatz. Können Sie ungefähr beziffern, wie weit Sie das auf der Einkaufsseite entlasten wird, wenn der Ölpreis jetzt länger so niedrig bleibt, wie er jetzt ist? Kann man schwierig sagen, aber mit Sicherheit sehen wir nicht die Halbierung oder irgendwas, was da in der Nähe gehandelt wird. Wir haben zum Beispiel, nur mal, um Sie weiter zu verwirren, haben wir bestimmte Grundflüssigkeiten, sogenannte Ester, die haben eigentlich mit Öl gar nichts zu tun, sondern sind eine Fettsäure, die kann von Raps oder Soja kommen, weiter veredelt mit einem Alkohol. Also auch solche Grundthematiken gibt es. Nur mal, um ein kurzes Beispiel zu bringen, wir haben über 100 Grundflüssigkeiten in den großen Werken, 800 verschiedene Einzelchemikalien und stellen 10.000 verschiedene Produktrezepturen weltweit dar. Also bei uns ist ein hoher Grad der Forschung und Entwicklung und ein hoher Grad eben der Weiterveredelung gegeben. Klassischer deutscher Mittelstand, auch wenn am Ende nur ein bisschen schwarze Flüssigkeit rauskommt, erstaunlich. Jetzt ist natürlich so, dass die Ölkonzerne auch darauf reagieren, auf den Ölpreisverfall und das Downstream-Geschäft für die ja wieder ein bisschen mehr an Wertigkeit gewinnt, jetzt wo sie im Upstream-Geschäft in der Ölförderung nicht mehr viel verdienen können. Sie haben ja davon profitiert, dass Sie jetzt mittlerweile der weltgrößte konzernunabhängige Schmierstoffhersteller sind. Früher waren die Ölkonzerne da aktiv. Machen Sie sich Sorgen, dass jetzt beim niedrigen Ölpreis der ein oder andere große Ölkonzern wieder darüber nachdenkt, in das Geschäft einzusteigen? Also wir sind jetzt seit 85 Jahren im Geschäft und man sieht immer verschiedene Zyklen. Und da gibt es natürlich bei den großen Mineralölkonzernen welche, die das gar nicht so möchten in der ganzen Komplexität. Manche haben schon immer einen Fokus auf Schmierstoffe. Und bei manchen geht es, sagen wir mal, so ein bisschen sinuskurvenmäßig mal mehr und mal weniger Interesse. Ich glaube, wichtig bei Fuchs ist, dass wir den ganzheitlichen Ansatz haben. Das heißt, wir helfen unseren Kunden bei seinem Prozess, Einsparungen zu erzielen. Und die Einsparungen müssen nicht nur am Schmierstoffpreis liegen, sondern wir können auch prozessverändernde Schmierstoffe einsetzen, wo eben längere Standzeiten etc. gegeben sind. Und durch diesen, sagen wir mal, Ansatz, den wir haben und den hundertprozentigen Fokus auf Schmierstoffe, wir machen nichts anderes, haben wir da, glaube ich, doch einen gewissen Vorteil gegenüber großen Konzernen, wo eben dieses Schmierstoffthema nur 1% vom gesamten Geschäft ausmacht. Was ist Ihre Erwartung? Wird das die Großkonzerne abschrecken, in dieses kleinteilige Geschäft wieder zurückzukehren? Ach, wir haben in jedem Anwendungsgebiet haben wir Wettbewerber. Also es ist nicht so, dass wir da mal alleine sind. Ne? Aber es gibt eigentlich ohne Arroganz keinen wie wir, der alles weltweit macht. Wir haben 50 Töchter, 30 Produktionsstandorte. Nicht alle, aber doch eine ganze Menge davon sind in Deutschland oder im Euroraum. Das heißt, der Euroverfall müsste Ihnen tendenziell auch helfen, weil es Ihre Exportstärke ein bisschen untermauert. Hat man auch im ersten Quartal schon gesehen, oder? Also wenn Sie sich mal vorstellen, diese beiden Themen, die Sie ansprechen, Rohstoffe und Euro, in den letzten 6 Monaten ist es schon unglaublich für die gesamten Warenströme weltweit. Bei uns ist tatsächlich so, der Euro hat einen großen Einfluss, aber wir sagen eigentlich, wir haben so eine Art Natural Hedge. Wir kaufen einige Rohstoffe in US-Dollar ein, auch in Euro, auch in Europa. Aber wir machen mehr als die Hälfte des Umsatzes und des Gewinns in Währungen außerhalb des Euros, sprich USA, China, England, Australien. Wenn jetzt der Euro schwach ist wie momentan, kaufen wir etwas teurer ein in Europa. Dafür rechnen wir die Gewinne von China, USA besser um. Wenn man einen Strich drunter macht, glaube ich, können wir damit ganz gut leben. Wir sagen, wir tun zum Beispiel in China alles, was wir dort vertreiben, versuchen wir auch dort zu produzieren, die ganze Wertschöpfung lokal zu machen und müssen dann nur in Anführungszeichen die Dividende am Ende vom Tag auch in den Euro transferieren.
Und so glaube ich schon, dass wir mit dem Thema ganz gut umgehen können. Sie haben eine lange Phase starken Wachstums hinter sich. Von 2009 bis 2014 sind Sie von 1,2 auf 1,9 Milliarden Euro hochgegangen, wobei die Dynamik jetzt im letzten Geschäftsjahr ein bisschen nachgelassen hat. Jetzt im ersten Quartal ist sie wieder ein bisschen zurückgekommen. Was hat denn Ihr Wachstum angetrieben in den letzten Jahren und lässt sich das wiederholen in der nächsten Zukunft? Ja, wenn man den Konzern anschaut, haben wir verschiedene Phasen gehabt. Wir haben nach dem Börsengang sehr viele Akquisitionen getätigt, hatten dann so ein weltweites Gebilde, was ein bisschen heterogen war, haben das dann alles so vereinheitlicht auf Fuchskultur getrennt und haben jetzt seit 7 Jahren eine Wachstumsinitiative, wo wir erheblich investiert haben. Also wenn Sie sich einfach mal ein paar Kennzahlen anschauen, die letzten 5 Jahre haben wir 600 neue Stellen geschaffen, also knapp 20% mehr weltweit. Die Hälfte unseres weltweiten Teams ist in Vertrieb und Technik, also ganz klar ein Kundenfokus. Wir haben unsere Forschungs- und Entwicklungsausgaben um 50% erhöht und wir haben 250 Millionen Euro investiert in neue Fabriken in sagen wir mal, Russland, Indien und China und den Ausbau alter Fabriken. Also wir haben einen ganz klaren Wachstumsplan und den setzen wir auch konsequent um. Ist da noch was zu holen von diesem Wachstumsplan oder haben wir im Prinzip 2014 die Früchte schon gesehen und jetzt müssten Sie was Neues anstoßen, um weiter wachsen zu können? Also von dem, was wir investiert haben, will ich persönlich noch mehr Früchte sehen. Und wenn Sie sich das mal anschauen, der Weltmarkt für Schmierstoffe, an dem wir nur 2% Marktanteil haben, die Hälfte davon ungefähr entfällt auf Asien und 20% auf Europa und 30% auf Amerika. In den 20% des Weltmarkts machen wir die Hälfte unseres Umsatzes. Das heißt ganz klar, wollen wir wachsen, auch in Europa, aber natürlich insbesondere in Amerika und in Asien und eben dann dort in den beiden größten Ländern für Schmierstoffe weltweit, eben China und USA. Also wir haben gute Wachstumspläne und der Markt gibt es auch her. Wir haben uns ja auch mit 2 Akquisitionen letztes Jahr von außen verstärkt. Machen wir punktuell auch und auch da planen wir in der Zukunft, wenn es die Konsolidierung hergibt, den einen oder anderen Zukauf. Dann habe ich zum Schluss auch noch einen kurzfristigen Plan. Die 3 Fragen von Finance TV mit der Bitte an Sie, sie ganz kurz zu beantworten, gerne mit Ja oder Nein. Die erste Frage, wird Fuchs in den nächsten Jahren genauso stark wachsen wie in den letzten 6 Jahren? Ja. Die zweite Frage, wird der Konkurrenzdruck in Ihrem Kerngeschäft durch den gesunkenen Ölpreis zunehmen? Ja. Und die letzte Frage, ist in diesem oder dem nächsten Jahr auch mal mit einer großen Akquisition von Fuchs Petrolub zu rechnen? Da kann ich weder Ja noch Nein sagen, weil wir ständig Dinge nachschauen und uns Akquisitionen anschauen. Aber es ist halt nicht planbar, dass ich da Ja oder Nein sagen kann. Wir arbeiten immer an kleinen und großen Themen. Manchmal kommt dann was und manchmal nicht. Von daher will ich die Frage weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Ich würde sie gerne mit Ja beantworten. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen dabei, wenn Sie es tun. Auf jeden Fall haben Sie in der Vergangenheit schon bewiesen, dass es funktioniert, fast 100 Jahre Konzerngeschichte. Meistens ging es nach oben. Danke, dass Sie bei uns waren und uns einen kleinen Einblick gegeben haben, wie es aktuell läuft. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Wir hoffen, Sie fanden es spannend und schauen beim nächsten Mal wieder rein bei Finance TV. Bis dahin eine gute Zeit und alles Gute. Ciao.